Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review. Hier und jetzt geht es um eine Heavy Metal Band und ich habe in diesem Jahr ja so einige Heavy Metal Bands entdeckt oder auch mal endlich mal was von gekauft, die es eigentlich schon sehr lange gibt, die aber immer unter meinem Radar so ein bisschen durchgegangen sind in meinem ganzen Leben. Und so einen Kandidaten haben wir jetzt hier auch. Und zwar geht es um die Band Torch mit ihrem Album Reignited. So, dieses Album hat ein lieber Kollege von mir auf dem Radio, wo ich bin, in der Review-Sektion rezensiert. Und so kam ich drauf, ach Mensch, da gibt es ja auch noch diese Band, bla bla bla. Und ich habe auch, in digitaler Form, das letzte Album der Band, das jetzt auch schon wieder 11 Jahre her ist und Dark Sinner betitelt ist. Und auf Dark Sinner befinden sich aber nur, soweit ich weiß, alte Songs neu aufgenommen. Es war kein richtiges, reguläres, neu geschriebenes Studioalbum. Also der Reihe nach. Ja, erstmal, Torch kommt aus Schweden und wurden gegründet 1979 und bis 1980 hießen sie erstmal Black Widow. Schwarze Witwe. Und 1980 hießen sie dann ab da Torch, ja, und 1986 war es dann auch schon wieder vorbei mit Torch, so, und 2003 hat man sich dann reformiert, so ist hier so ein bisschen die Geschichte der Band. Aber in den 80ern sind dann auch ein paar der Musiker abgesprungen für die Band Crystal Pride, und Crystal Pride, da machst du an mir Klingelingeling, ja, und gleichzeitig auch ein bisschen schwimmt mir auch ein bisschen der Kamm. Da komme ich aber gleich dazu. Ich muss kurz schnauben. Tut mir leid, Leute. Ich war den ganzen Tag draußen. Mit dem Hund und einkaufen. Es ist echt kalt bei uns heute. Ja, kalt nicht. Der Wind ist so fies. Kennt ihr das? Auf dem Thermometer steht 2 Grad. Ja, und der Wind macht minus 5. So fühlt sich das zumindest an. Okay, weiter. Crystal Pride. Auf einer meiner ersten Sampler-CDs, ich habe damals ja angefangen, als ich Metal hörte und so, auch um neue Bands zu entdecken, kaufst du dir gerne Various Artists Sampler, also ne, mit verschiedenen Bands, möglichst unbekannt, möglichst Bands, deren Namen du noch nie zuvor gehört hast. Ja, aber auf dem Cover, da ist irgendwie so ein Ritter, der schlägt gerade am Drachen den Kopf auf, ab und oben drüber steht Metal Battle oder irgendwie sowas, ja. Tatsächlich habe ich mehrere CDs, die so heißen. Und ja, dann nimmst du das halt mit. So. Und eine der Bands darauf war Crystal Pride. Das ist eine female-fronted Heavy-Metal-Band aus den 80ern. Und das Album von denen, das Studioalbum, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Moment, ich guck mal eben. Also das Studio, ich hab die leider, ich hab die nicht. Heißt ja auch einfach Crystal Pride. Das ist von 85. Und darauf befinden sich 2 Songs, die ich auf Samplern hatte. Einmal Rock'n'Roll Gun und dann Evil Force. Und Evil Force war für mich gleichgesetzt mit Warlocks All We Are. Ja? Geht auf YouTube mal ein. Crystal Pride Evil Force. Großartig. So, und ja, hier bei Torch sind halt ein paar Members dabei, die einst bei Crystal Pride auch waren. Und auch bei Black Widow. Ne? Also, weil Torch hießen ja mal Black Widow. Ja, da kommen wir auch mal sorry, zum Line-Up. Da haben wir am Mikro Dan Dark an der Gitarre. Ja, steht einfach nur Hacky, und der zweiten Gitarre haben wir Chris J. First von Crystal Pride und am Bass Ian Gregg und dann ebenfalls von Crystal Pride der Schlagzeuger Steve Streaker. So, das ist das Line-Up der Band und ja, wie gesagt, die Diskografie sieht wie folgt aus. 82 gab es eine EP, 83 kam das erste Album Torch,
84 kam das zweite Album Electric Kiss. Dann kam noch eine EP, 3-Track 12-Inch hieß die. Und dann war es das, wie gesagt, erstmal. Und dann kam die Dark Sinner 2009 mit neu aufgeputzten, neu eingespielten Songs, alter Versionen alter Songs. So. So. Und jetzt liegt das neue, komplett neu geschriebene Studioalbum vor. Und dazu kommen wir jetzt. Erstmal allerdings zur Optik. Ja, das Cover-Motiv gefällt mir recht gut. Verheißt aber mehr, ich sag mal, also ich würde so ein Cover-Artwork eher zu einer Speed-Metal-Band zuschreiben, ja, oder eine richtige Dampfhammer-Power-Metal, irgendwo so Richtung, weiß ich nicht, Priest's Painkiller, oder? So die Richtung. Ja, so ein Nackenbrecher-Song, ein Speed, eine Speed-Nummer jagt die andere oder so, oder? Ja, da seid ihr hier falsch. Ja, hinten drauf nochmal dieser brennende Totenkopf und dann da die Titel gut lesbar. Ja. Ja, der Schriftzug übrigens ist auch wieder eine von diesen Art Schriftzügen, die ich wahrscheinlich zur Schulzeit auch in meinem Schulheft gemalt hätte. wir haben hier die Digipack-Version. Ja, da unten ist gar nichts zu sehen, ist nur schwarz, okay. Ja, hier haben wir das Label-Print, ja, ein bisschen schlichter gehalten. Dadurch kommt allerdings das Logo nochmal ein bisschen besser raus. Das gefällt mir auch ganz gut. Dann haben wir hier das Booklet, da unten haben wir auch nochmal das Logo und Reignited. So, Reignited. Ich weiß immer nicht, wie ich das ausspreche. So, und dann kommen wir zum Booklet selbst. Das ist dann einfach auch ziemlich schlicht. Also hier haben wir erstmal ein Bandfoto und ein bisschen so die, ne, hier Albuminfos. Und dann haben wir hier immer so zentriert geschrieben in gelber Schrift auf dunklem Untergrund. Recht gut lesbar. Die Lyrics. Ja, war gut. Konnte ich gut mitlesen nebenher. Und ist halt ein bisschen minimalistischer gehalten. Aber ist okay. Ja, finde ich okay so. Hat mir gut gefallen, soweit. Und hier haben wir noch mal ein paar Live-Fotos der einzelnen Bandmembers. Ja, ist okay. Ordentliches Heavy-Metal-Booklet, würde ich sagen. Ja. Jetzt nichts, was einen jetzt da irgendwie mit Augasmen verursacht oder so. Gibt es dieses Wort? Egal. Wenn nicht, hier ich habe das Copyright. Sondern praktisch. Ein praktisches Booklet. So, und dann kommen wir jetzt auch zum Inhalt der einzelnen Songs. Torch Reignited, ja, jetzt sage ich euch, welcher Kategorie ihr angehören solltet, um dieses Album zu kaufen. Accept. Wenn ihr teutonischen Midtempo Heavy Metal mögt, im Stil von Accept, zugreifen. Ganz sichere Bank. Ja. Das Ganze beginnt mit Knuckle Duster. Knuckle Duster ist einer der schnelleren Titel auf diesem Album, rockigeren Titel, ja. Beginnt mit einem recht schlichten, klassischen Heavy-Metal-Riff. Treibend rockig vom Tempo her. Kein Speed, aber es hat schon einen ordentlichen Drive, sag ich mal, ja. Und der Sänger hat auch etwas rauere Vocals oder sagen wir kraftvollere Vocals. Wir haben hier nicht, wie in vielen Rezensionen zu lesen ist, jemanden, der auf Udo Dirkschneider macht. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Wenn, dann würde ich ihn hier eher mit, wie heißt der, Ronnie Atkins? Also hier von Pretty Maids, so in die Richtung würde ich ihn vielleicht eher stecken. Ja? Hört es euch eben an. Ihr werdet auch unten zwei Links finden zu Lyric-Videos. Da könnt ihr euch ja einen Eindruck verschaffen. Knuckle Duster hat auch einen simplen Refrain. Der ist auch eingängig und so, ja. Und der Song hat so ein bisschen leichten Judas Priest Einfluss auch noch drauf. Und durch den Gesang kommt so ein bisschen Accept Mark Tornillo Style vielleicht noch maximal raus, wenn man denn jetzt unbedingt einen raueren Sänger als Vergleich haben will, ja. Oder ein sehr guter Vergleich ist auch die Band Holy Mother, die übrigens auch mit einem neuen Album auf uns zukommen im nächsten Jahr. Ja, da freue ich mich auch drauf, das wird auch interessant. Es gibt schon einen Vorab-Song, der hat mir auch ganz gut gefallen. Gibt es ein Musikvideo. Ich glaube, die werde ich mir auch zulegen, dann bei Zeiten. Ne? Schauen wir mal. Aber das kommt hier auch so ein bisschen durch, da muss ich auch ein bisschen dran denken. So, dann kommt der zweite Titel, Collateral Damage. Dazu findet ihr auch einen Videolink unten in der Infobox. Und das da spätestens da wisst ihr, ah ja, okay, die machen einen auf Accept. Das hört ihr direkt am Anfang an dem Riff. Das ist ein richtiges teutonisches Retro-Heavy-Metal-Riff. Klassischer Art, ja. Eingängiges Midtempo von der Geschwindigkeit her, sehr simpler Refrain. Ja, Collateral Damage, das wiederholt sich ein paar Mal auch immer, ja. Ab Mitte des Songs kommt dann noch beim zweiten Refrain so wow, Chöre zu dem Refrain dazu, um noch ein bisschen atmosphärische Stimmung da drunter zu machen. Hat gut funktioniert, finde ich. Insgesamt ist das eine coole Midtempo-Stampfhymne. Collateral Damage. Ja, dann kommt Stück Nummer 3. All Metal, No Rust. So.
Es gibt tatsächlich Leute, die kaufen sich keine Metal-CDs, bei denen Songs drauf sind, wo das Wort Metal in einem der Songtitel vorkommt. Das ist dann ja Klischee-Scheiße, Mimimi, ja? Ja, viel Spaß weiter beim Mathe-Metal hören, ja, und keinen Spaß dabei haben, ja. Viel Spaß weiter dabei, dass du dir deine Diskografie 10.000 Mal reinrendern musst, bevor du Zugang dazu findest, ja. Ja, Musik sollte keine Arbeit sein. Musik sollte nicht anstrengen. Es sollte ein, weiß ich nicht, unterhalten, Spaß machen, Emotionen vermitteln vielleicht, ja. Positive möglichst. Je nach Stimmung jedenfalls. Und All Metal No Rust ist wirklich ein Song, ich kann mir sehr gut vorstellen und ich kann auch sehr gut verstehen, ja, dass es viele Leute geben wird, viele Metal-Fans, Metal-Herz geben wird, die genau diesen Song auf die Pest hassen werden. Aber in der Richtung sind auch einige hier noch drauf. Ja. Es ist nämlich wieder erneut so ein Accept-Einfluss, bis diesmal noch ein bisschen schwerer stampfend. Ja. Und wir haben halt eben einen wirklich ultra simplen, eingängigen Refrain. Und es ist wirklich ein sehr, sehr klassischer Stampfer der Oldschool-Art. So, und ich meine damit, das hier ist ein Song wie Anvil, Metal on Metal. Oder Accept, Stand Tight. Oder Heaven's Gate, Turn It Down. Oder Pretty Maids, Red Hard and Heavy. Seid ihr noch bei mir? Sowas in der Art. Wisst ihr, was ich meine? War ein Song dabei, den ihr kennt? Dann könnt ihr euch auch gut vorstellen, wie hier viele der Songs klingen. Ja, wenn ihr solche Songs mögt, dann seid ihr bei diesem Album on point richtig. Ist so. Vor allem mit All Metal, No Rust. Das ist nämlich genau so eine Nummer, finde ich. Ja, Stück Nummer 4 ist dann Feed the Flame. Hier haben wir diesmal ein bisschen was Rockigeres, bewegt sich im Mittempo und die Riffs sind hier auch ein bisschen Hardrock beeinflusst, da finde ich. Wir haben einen simplen Refrain, der passt aber gut zum Song. Ja. Wir haben einen netten Mittelpart mit so einer Narration, deren Stimme aber so ein bisschen effektmäßig verzerrt ist. Ja. Kommt aber ganz gut. Und wir haben dann insgesamt mit Feed the Flame ja einen ja, etwas rockbeeinflussteren Heavy-Metal-Song, würde ich sagen. Ja, Stück Nummer 5 ist dann In the Dead of Night. Hat ein düsteres Intro, das Stück. Geht dann rein traditionell im Mittempo. Traditioneller Heavy Metal im Mittempo, ja, der Refrain passt dann auch recht gut dazu und mittig haben wir eine etwas anders gemachte Strophe nochmal und der Song hat dann eben, genau wie er anfängt, auch am Ende so einen düsteren Ausklang, so ein bisschen, ja. War aber insgesamt auch eine gute Nummer. Dann kommt Cradle to Grave, dazu findet ihr wieder ein Lyric-Video unten in der Infobox. Das ist ein etwas treibenderes Mittempo-Stück, hat schon ein bisschen mehr Dampf dahinter, ja, ähnlich wie der Opener und hat ein sattes Riff, hat mir gut gefallen, dieses Riff. Obwohl hier in den Strophen auch wieder dieser Hardrock-Einfluss ein bisschen durchschimmert, finde ich. Der Refrain ist okay, aber es gab auf dem Album, muss ich sagen, auch mitreißendere Refrains als bei Cradle to Grave. Ja, das muss ich dazu sagen. Ja, dann kommt Nummer 7, Snake Charmer. Für mich wieder ein kleines Highlight. Hat mir sehr gut gefallen. Hat ein sehr traditionell ausgerichtetes Mid-Tempo-Riff. Und auf diesem Riff spielt er dann noch mit dieser, wie heißt das, Voicebox. Und die dann ihre Gitarre spielen und dann haben die irgendwie an so ein Gerät, so einen Schlauch angeschlossen, der im Mund ist und dann machen sie wow, wow, wow. Wisst ihr, wie ich das meine? Das wird dann irgendwie über, die Stimme wird dann über die Gitarren sein. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber dieser Sound, der dann da erzeugt wird, der kommt dann halt eben raus. Kenne ich zum Beispiel von Songs wie Mountain Mama von Gotthard. Da kommt das zum Beispiel vor. Und Bon Jovi, Living on a Prayer, oder wo war das? Ist da auch drin? Ich weiß es gar nicht mehr genau, ist doch egal. So, auf jeden Fall, das wird, kommt hier zum Einsatz. Und der Refrain von Snake Charmer ist schön eingängig. Und nach dem Refrain kommt dann auch wieder dieses Spracheffekt-Sound da zum Tragen. Der Song hat ein sehr schönes Solo. Und nach dem Solo hören wir das Hauptriff nochmal solo, ohne andere Instrumente, einfach noch einmal das Riff. Ja. Die haben mir auch gut gefallen. Ja, und die letzte Strophe, die ist dann noch so mit mehrstimmigen Parts, so Shout-Parts angereichert. Hat mir auch geil gefallen. Also das war wirklich ein guter Song. Dann kommt Nummer 8. So, das wurmt mich, das Ding. Da kann ich kotzen, sowas. Bei sowas kann ich kotzen. Ist nicht wegen dem Song, der ist gut, ja. Aber Snake Charmer, Intruder, hört euch bitte Intruder an. Ihr findet es. Torch, Intruder, ihr findet es auf YouTube, ja. Dieses Startriff kenne ich 1:1. Ich habe meine komplette
Datenbank hier durchgesucht und random Songs angeklickt, wo ich glaubte, ist das der, ist das der, ist das irgendwas von Warlock oder was von Accept, was von Udo oder war das von den Pretty Maids oder Heaven's Gate oder fuck, woher kennst du dieses Riff? Ja, das ist 100 Pro von irgendwo geklaut, aber ich finde es nicht. Und kennt ihr das? Ihr habt so einen Riff, wo ihr genau sagt, oh, das erinnert mich total stark an die Melodie da. Und ich weiß aber nicht, welche das war. Und dann sucht ihr, und dann sucht ihr, und dann sucht ihr, und dann sucht ihr. Und es nagt an euch. Den ganzen Tag nagt das jetzt schon an mir. Ja, also es hat halt ein Accept-like Riff, das einem sehr vertraut vorkommt, sag ich mal. Ja, das zieht sich dann auch, ja, stampfend mit Tempo durch die ganzen Song und auch durch die Strophen, ja, und dieses Riff, das ich meine, kommt immer im Refrain. Ja, dazu passt ja auch gut, der Refrain, zu diesem Riff. Ist so ein bisschen strophenhaft, also ein bisschen mehr Text dabei, ne, ja. Und es ist also auch ein geiler Song, aber dieses Riff haben sie irgendwo geklaut, 100 Pro, Mann. Irgendwoher kenne ich dieses Riff. Ja, ich habe dann auch gedacht, vielleicht Steeler, Stand Tall, nee, war es auch nicht. Aber gut. Dann kommen wir zum Rausschmeißer und letzten Titel. To the Devil His Due heißt der Song. Es ist ein weiterer Accept-Style-Stampfer mit Tempo und hat eine Laufzeit von 7 Minuten 22. Der Refrain ist hier okay, aber ich finde, er hätte noch besser funktioniert, wenn man hier mit mehr Stimmen gearbeitet hätte im Refrain. Ich glaube, der hätte dann noch ein bisschen, das so als Rausschmeißer, so eine richtige Mitgröl-Hymne wäre doch geil. Hätte auch sein können, wenn sie einfach mehr Stimmen in den Refrain gelegt hätten, meiner Ansicht nach. Aber gut, der Song hat einen verspielten Mittelpart, so auf instrumentaler Ebene, und auch ein längeres, düsteres, akustisches Outro mit einer kleinen Narration drin. Ja? Also fast 1:30 ist am Ende nur so ein akustik-düsteres Outro mit einer kleinen Textpassage nochmal. Und, ja. Also eigentlich endet der Song ungefähr bei 6 Minuten rum, ja? Kann man so ungefähr sagen. Aber gut. Klingt dann halt eben auf dieser akustisch balladesken düsteren Ebene, klingt das Album halt aus. So, ja. Gut, also Torch Reignited erfindet überhaupt kein Rad neu, haben die aber auch nicht nötig. Die sind aus den 80ern und sind immer noch in den 80ern geblieben und liefern für Fans der 80er Jahre Heavy Metal Schiene traditioneller Art genau das, was man da hören will. Ja. Also wenn ihr auf Oldschool Heavy Metal im Stil von Accept, Judas Priest und Co. steht, riskiert ein Ohr, ihr macht nicht viel verkehrt. Meiner Ansicht nach. Ja, hat mir gut gefallen. Schönes Stück in meiner Sammlung. Ich freue mich. Ja. Gerne weiter. Ich werde die im Auge behalten und wenn ein neues Album kommt, werde ich mir die Sicherheit auch wiederholen. Wahrscheinlich, weil es ist halt die Art von Musik, die ich wirklich gerne höre. Ne? Gut. Das dazu. Schreibt mir gerne, wenn ihr mögt, in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.